Das hat geklappt, oh mein Gott. Yes. Applaus für mich. Yes. Hey Leute, was geht? Danja hier mit niemandem. Ich bin heute alleine. All by myself. Karl ist nämlich nicht da. Der befindet sich gerade in London. Sehr glückliche. Und ich nehme heute das Video alleine auf. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich komme heute her und spiele ein bisschen und kann ein bisschen machen, was ich will. Aber er hat mir eine Challenge gestellt, offensichtlich. Ich habe mir das Video schon angeschaut mit ihm und hier ist erstmal für euch die Einladung von Karin dazu. Ja, liebe Danja, herzlich willkommen hier bei meiner Loch in der Wand Challenge für dich. Ich kann heute leider nicht mitspielen, aber du kannst das ja übernehmen, ne? Und zwar werde ich dir vorgeben, was du machen musst. Ich weiß natürlich nicht, welche Wand auf dich zukommt bei Hole in the Wall. Aber wie wäre es, wenn du dich jetzt bei der ersten Wand einfach mal hinsetzt? Hm? Sitzen. Ja, ihr habt's gesehen. Heute gibt es eine Hole-in-the-Wall-Challenge. Und ich bin auch schon voll dabei. Und Karin gibt mir quasi vor, was ich tun soll bei dieser Challenge. Beziehungsweise, welche Position ich einnehmen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, einfach wird es nicht. Wenn ich mir hier so einiges anschaue, ich soll ja starten im Sitzen. Und es gibt so unfassbar viele Wände, die nicht durch Sitzen machbar sind. Aber gut. Ich bin übrigens im roten Team heute. So, und da bin ich schon dran. Ja, och Mann, ey, das ist doch echt... Ne, oh. Wie soll ich das denn jetzt machen im Sitzen? Das ist echt lustiger, ne? Mann! Ich hab gedacht, ich kann nicht ja springen und mich dabei hinsetzen, aber nein. Erstens habe ich kein Timing und zweitens funktioniert das so leider auch nicht. Das heißt, die erste Runde habe ich leider nicht geschafft. Sorry. In Runde Nummer 2, vielleicht mal einen Handstand. Oh, und wir sind schon wieder dran. Und ich soll einen Handstand machen. Es passt genau nicht. Mann, Karin, das passt nicht. Oh, ich kann doch jetzt nicht das... Wie soll ich denn... Ich kann doch nicht das ganze Team hier enttäuschen. Das ist so blöd. Wirklich. Es tut mir so unfassbar leid für alle, die gerade mit mir spielen müssen. Okay, dann versuche es jetzt mal mit Tauchen. Wenn ich als nächstes wieder dran bin, muss ich tauchen. Da habe ich jetzt schon keine Lust drauf, weil ich genau weiß, das wird Käse. Tauchen ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil damit kommt man durch relativ viele Lücken, glaube ich. Außer ich habe jetzt natürlich exakt die, wo es nicht geht. Und ich bin wieder dran! Und was sollte ich jetzt nochmal? Ach ja, tauchen. Wo bin ich hier denn eigentlich, dass es so unheimlich schwierig ist? Das hat geklappt! Das hat geklappt! Oh mein Gott! Endlich! Danke, Karin. Hier war es mal richtig. Hier hast du mir jetzt endlich mal das Richtige vorgegeben. Das ist übrigens der erste Punkt für mich. Wie wär's denn jetzt eigentlich dann ja mit hinlegen? Hm? Jetzt sind wir schon wieder in der Teamrunde und ich bin auch schon wieder dran. Was soll ich denn eigentlich machen? Hinlegen! Ja, gerne. Kein Problem. Sehr gerne mache ich das. Oh, nö. Weißt du, wir beide aus dem Team haben das geschafft und jetzt hat es ein anderer nicht geschafft. Das heißt, es gibt keinen Punkt fürs Team, aber ich habe es geschafft und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das deshalb trotzdem ein Punkt für mich ist. Wisst ihr, das Spiel spiele ich an sich eigentlich echt gerne, aber diese Challenge ist schon challenging. Ich hätte dir gut überlegt, Karin. Gut überlegt. Oh, ich weiß, was dir gefallen hat. Sitzen. Mhm. Am besten nochmal. Könnte eventuell... Ja. Ja. Das sollte gepasst haben. Yes. Applaus für mich. Oder für Karin eher. Der hat sich das ja überlegt. Das andere Team hat jetzt auch 10 Punkte bekommen. Wir müssen uns ranhalten. Ich würde das gerne gewinnen heute. Ich denke auch, dass ich dann danach noch eine Runde so spielen werde, ohne keine Vorgaben. Und mal schauen, ob ich es dann immer noch hinbekomme. Oder ob es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn Karin mir vorsagt, was ich überhaupt machen soll. Also momentan liegt das rote Team noch in Führung, aber ich hoffe... Ja, sehr gut. Jetzt sind wir wieder gleichgezogen. Und jetzt müssten, glaube ich, auch... bald die Teamrunden dran sein. Ah ja, jetzt sind wir bei den Teamrunden. Was muss ich denn eigentlich als nächstes wieder machen? Karin, verrat es mir. Ich habe gehört, du kannst einen Handstand ziemlich gut.
Bitte schön. Bitte, bitte, bitte. Na gut, das könnte klappen. Oh, ich finde das zählen. Ich finde das zählen. Punkt für mich. Mal wieder. Ja, also ich muss sagen, bisher sieht es sehr gut für mich aus. Ich habe noch 2 Runden vor mir, die Khan mir vorgegeben hat. Ah, ich bin wieder im Team Rot. Ich vergesse es immer zu sagen. Es wechselt ja zwischendurch immer mal. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Khan, verrat mir, was soll ich tun? Vielleicht nochmal sitzen? Sitzen? Nein, ich will hier nicht sitzen, Mann. Ich sitze nicht. Khan, ey, ganz ehrlich, sitzen ist so das Gemeinste, was man machen kann. Wo soll ich denn da durchkommen im Sitzen? Kannst du mir das mal sagen? Im Sitzen, da darf ja da gar nichts sein. So, wir sind wieder bei den Teamrunden. Ich bin immer noch im Team Rot. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die mich noch sehr lieb haben, aber Khan, sag doch mal, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und zu guter Letzt von mir heute noch mal einmal tauchen. Tauchen? Das hat geklappt, finde ich. Also für mich zumindest. Was die anderen machen, da kann ich ja nichts dafür. Ja Leute, das war's von mir. Danja, viel Glück. Du kannst uns auch noch einige Runden selbst spielen. Das war meine Challenge für dich. Das war's auch schon mit deiner Challenge, Khan. Und wenn ich das richtig mitgezählt habe, habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Runden gewonnen. Das heißt, ich habe diese Challenge geschafft. Yes. Und jetzt spiele ich noch mal eine Runde normal. Dann könnt ihr natürlich auch gerne noch mit dabei bleiben. Und ich bin wieder mit dem Blau. Das ist Awesome Face. Das hat mir das, hatte ich tatsächlich in meinem Kinderzimmer mal in ganz groß an die Wand gemalt. Mein Team liegt vorne mit 10 Punkten. Das gefällt mir, das gefällt mir. Ja, mein Team liegt schon mit 20 Punkten in Führung. Das gefällt mir natürlich. Dann kann ich es nicht so sehr versauen, sage ich jetzt mal. Aber gut, das ist jetzt natürlich kein super... Ja, das könnte... Ja, das schafft sie. Also da musste sie ja wirklich nur stehen bleiben, als aus dem gegnerischen Team. Ich glaube, jetzt wäre noch dran, oder? Okay, diesmal ohne Challenge von Khan. Ich würde sagen, dass ich hier durchtauche. Und zwar nicht durchsitze, sondern dadurch tauche. Sehr schön! Und ich weiß nicht, ob das auch als Punkt für mich zählt, aber ich finde schon, dass das auch als Punkt für mich zählt, weil ich es nämlich geschafft habe. Khan, ohne dich! Genau! Und jetzt sind wir auch schon wieder bei den Teamrunden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde da einfach springen, tatsächlich. Aber so als Team, finde ich, ist das schon relativ schwierig, weil ja schlecht... Ich weiß nicht, ob sich 3 Leute komplett hintereinander stellen können und dann müsste man ja... Also ganz komisch zeitversetzt springen. Na gut, das kriegen wir vielleicht auch hin. Gerade so. Da würde ich mich tendenziell... Und das hat schon wieder einer aus meinem Team nicht geschafft. Schade. Aber mein Team hat gewonnen. Damit würde ich sagen, ich habe die Challenge heute gewonnen. Ich habe die Spiele ohne deine Challenge sogar auch gewonnen und mein Team hat auch gewonnen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder ob ihr vorhabt, das mal zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.